Guten Mittag. Du fährst heute mit einem kurzen ICE 1, den ICE 1058 von Berlin kommend auf dem Teilstück von Bochum bis Duisburg Hauptbahnhof. Vergiss nicht den ungewöhnlichen Halt in Mülheim. In Duisburg übernimmt dein Kollege den Zug weiter in Richtung Köln Hauptbahnhof. Die Abfahrt ist um 13:03 Uhr. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Szenario, das der liebe Taskplace gebaut hat. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dafür braucht ihr auch übrigens eine Mod, bei der es da die verschiedenen zusätzlichen Portale auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr gibt. Und ja, dann würde ich mal sagen, in 3 Minuten ist Abfahrt. Das reicht vollkommen, um einmal den Zug aufzurüsten. Und wir starten. So, Fahrtrichtungswender rein. Und nach vorne gesetzt. So, SIFA, PZB und LZB habe ich angeschaltet. Dann können wir die Türen auf der linken Seite öffnen. Zugsammelschiene ist an. Stromabnehmer ist gehoben. Hauptschalter ist drin. Das funktioniert. Fahrmotor läuft das auf automatisch. Dann einmal das hier auf an. Spitzensignal auf normal. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Ist es hell genug? Gut, dann gucken wir uns einmal um. Also hier sind wir in unserem ICE 1 der Baureihe 401. Die Türen sind auf. Und sonst haben wir in Bochum hier noch einen Flirt von der Deutschen Bahn in der ehemaligen Abellio-Lackierung. Auch das Repaint, das gibt es im Railsim-Forum. Joa, sonst ist hier gerade nichts los. Zugzielanzeige zeigt Duisburg an, immerhin. Das ist ja schon mal was. Okay, wir haben noch 1,5 Minuten. Wir können einmal ganz kurz in den Innenraum rein. Einmal hier durch den Triebkopf durchmarschiert. Tür auf. Joa, so sieht es hier drin aus im ICE. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr. Essen, Mülheim, Duisburg. Ja. Tür zu. Tür zu. Und hinsetzen. Minütchen haben wir noch. SIFA funktioniert. Das Horn funktioniert auch. Das brauchen wir alles nicht. Ja. Machen wir uns noch die AFB an. Achso, funktioniert natürlich nicht. Erst hier einmal so. Jetzt. Setze ich jetzt erstmal auf 40. Türen machen wir schon mal zu. Türen sind zu. Sind da noch die Trittstufen ausgefahren? So, dann Bremse lösen. Und auf geht's. Fahrmotorlüfter springt an. Und wir fahren ab. Da saust noch eine S-Bahn an uns vorbei. Wir dürfen ausfahren mit 120, also befreien wir uns und setzen mal die AFB hoch. Die AFB ist gar nicht an, ne? Na? Moment. Immer noch nicht. Also der vielleicht ganz nach oben. Fahrschalter zurück. Ach, jetzt ist die AFB an. Sehr gut.
Und was dürfen wir fahren? 120. Also hier ist auch ordentlich KI-Verkehr verbaut, weil hier die Mod genutzt wurde, bei der eben mehr Portale, mehr Ziele drin sind im Szenario-Planner und dementsprechend kann auch hier ein bisschen mehr auf der Strecke rumfahren. So wie es übrigens in Realität auch vorzufinden ist. Sehen wir auch schon das Bügelfeuer oben. Funktioniert auch auf anderen Strecken. Das finde ich sehr schön. Oh, wir dürfen schneller fahren. 160. Dann machen wir das auch mal. Ach ja, endlich ICE1 auf dieser Strecke. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Unser nächster Halt ist dann Essen Hauptbahnhof. Wir sollen dort ankommen um 13.13 Uhr. Mal gucken, ob wir das schaffen. Es ist ja auch zum Zeitpunkt, wo jetzt hier diese Fahrt aufgenommen wird, ist auch eine Mod in der Mache für den ICE1, wo der Sound überarbeitet wird und ich denke auch die ein oder anderen Texturen hier im Führerstand, unter anderem haben wir dann auch ein funktionierendes Radio hier, das das Zugradio hier, ich glaube die Displays sind überarbeitet, vor allem das Hauptdisplay hier ist komplett überarbeitet und ich glaube auch irgendwas in Richtung Ibula ist in der Mache. So viel habe ich davon bisher mitbekommen und auf die Mod freue ich mich auch sehr und ich hoffe, dass ich die euch dann auch noch vorstellen kann, denn ich glaube, die wird es richtig in sich haben, die Mod. Da freue ich mich sehr darauf. Worauf ich mich auch freue, ist, dass wir hier in Wattenscheid einfach durchfahren und nicht anhalten müssen. Ich komme einem ja fast schon langsam vor mit diesem Zug. Da rechts übrigens die A40. Auch wenn die, glaube ich, an der Stelle keine Brücke ist in Realität. Oder? Ja, weiß ich gerade nicht ganz, aber ich glaube eigentlich nicht. Wir sind auch jetzt schon mehr oder weniger in Essen angekommen. Also sind, glaube ich, schon jetzt im Stadtbereich Essens. Wie viele KI-Züge haben wir schon gesehen? Ich glaube 3, ne? So, Ankündigung auf 140. Ob der ICE1 in Realität auch so gut bremst wie hier im TSW? Oh, auf welches Gleis fahren wir? An Gleis 2. Ich glaube, wir müssen vor Essen Hauptbahnhof noch mal ordentlich abbremsen, weil man da ja immer über irgendwelche Weichen geleitet wird, bei denen Geschwindigkeiten freigegeben sind, die gar nicht vorangekündigt sind. Also ich glaube, da wird man dann irgendwie mit, weiß ich nicht, 100 km/h oder so über eine Weiche geleitet, die man, denke ich mal, maximal mit 40 befahren sollte.
Da links der nächste Zug, Talent 2. Ich glaube, in der Szenarienbeschreibung steht, dass man für diesen Zug eigentlich ein VRR-Repaint sich noch runterladen sollte. Ich bin kein großer Fan von diesem VRR-Repaint, weil es halt einfach fiktiv ist. Aber das gibt's eben auch. Dann fährt er nicht in Rot rum, sondern in diesem VRR-Grün. So, da ist auf jeden Fall die Ankündigung auf 100. Müssen wir nicht bestätigen. Also ich lasse jetzt mal ausrollen. Und wir haben halt zu erwarten. Das wird bestätigt. Jawohl. Ja, das ist diese unnötige Weichenführung. Wir könnten auch einfach so fahren. Stattdessen werden wir einmal hier über die Weiche geleitet und dann hier wieder zurück. Hier noch eine S-Bahn. Müsste die S... Oh, ich weiß es nicht sein. Ich brauche hier 425... Wann sollten wir da sein? Um 13.12 Uhr, ne? Da fährt noch eine S-Bahn aus. Könnte die S1 sein? Ne, die S1 fährt in Doppeltraktion. Und da fährt der nächste Zug ein. So, wir sind um 13.12 Uhr angekommen und Abfahrt ist um... Ach, wir sollten um 13.13 Uhr sogar erst ankommen. Und Abfahrt ist um 13.15 Uhr. Also haben wir noch 3 Minuten und können hier genießen, wie uns der ICE 3 noch entgegenkommt. In Doppeltraktion. Wenn ich jetzt nur wüsste, ob es der aus Kassel-Würzburg ist oder... aus München-Augsburg. Ich glaube, das ist der aus München-Augsburg, weil die Anzeige hier, na? Die Anzeige, oh, das funktioniert nicht. Vorhanden ist. Okay, wir haben noch über 1 Minute Zeit, also gucken wir uns ein bisschen um. Hier haben wir die S6. Hier noch einen anderen Regionalzug. Hier, das könnte der RE14 sein. Hat auch schon Ausfahrt, oder? Nee, das ist das Gleis hier. Du hast Ausfahrt.
So, wir können auf jeden Fall schon mal die Türen schließen. Was wir machen können, ist übrigens das Fenster auf. Finde ich schön animiert. So, Türen sind zu. Signal stand bereits schon auf Fahrt. Haben wir es überfahren? Nee, ich glaube genau nicht. Da ist der Magnet. Bremsen lösen. Und auf geht's. Man hört auch hier, sind es wirklich nur die Wagen, die nicht angetrieben sind, keine Motorgeräusche. Und jetzt kommt wieder der Triebkopf. So, wir dürfen ausfahren mit 100. Ab hier sind es 130. Und ab hier dann 160. Das heißt also, hier können wir ungefähr schon die AFP hochstellen. Das sind 120. Hier sind die 130. Und ja, eigentlich können wir auch direkt auf die 160 hoch. So, in Mülheim Hauptbahnhof. Sollen wir um 13:21 Uhr ankommen? Da eine S-Bahn. Könnte die S3 sein. So, 7 Kilometer haben wir. Bayern, Essen, Frohnhausen. Hier geht es in Richtung Essen-Borbeck. Und da kommt ein ICE1. Sehr schön. Ja, schön. Es hat was mit dem ICE1 hier rumzufahren endlich, ne? Hat man sich ja lange gewünscht. Und jetzt auch hier auf dieser Strecke, wo der einfach auch super hinpasst. Ja, gar keine Frage. Hier passt er einfach unglaublich gut hin auf die Strecke. Und das auch noch zusammen mit ICEs, die einem entgegenkommen. Ich hoffe, uns kommt vielleicht noch ein Intercity sogar entgegen. Das wäre natürlich auch noch genial. Ja, das ist doch endlich das, was man haben möchte, oder? 130. So, hier ist irgendwo immer eine ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Der schießt mich sehr oft ab. Das möchte ich diesmal nicht. Der ist immer kurz vor Mülheim Hauptbahnhof. Noch 2,8 Kilometer. Wir haben, ja, freie Fahrt zu erwarten. Und ab hier gelten die 130. Lassen wir mal ausrollen. Bis
bisschen Strom sparen. Wir haben es ja nicht ganz so eilig. Und Ankündigung auf 100. Und da vorne ist dann auch gleich schon Mühl am Hauptbahnhof. Jetzt hier rechts hinter der Kurve. Passen wir überhaupt hier drauf? Ich verstehe gar nicht übrigens ehrlich gesagt, warum Fernverkehr überhaupt hier in Mülheim hält, aber naja. Ist auch, glaube ich, der kleinste ICE-Bahnhof Deutschlands oder sowas ähnliches. So, ich bin mal ein bisschen weiter nach vorne gefahren, weil hier ist ja eh nur der Triebkopf. Ja, wir passen drauf. Noch ein Dosto nach wer weiß wo. Okay, Abfahrt ist um 13.23 Uhr. Also haben wir noch 1,5 Minuten Zeit. Gucken uns das wunderschöne Mülheim noch ein bisschen an. Ja. Also es gibt in Mülheim, ich glaube, das habe ich schon mal erklärt, das hier, diese Straße hier, das war früher mal eine Eisenbahn, die hier lang ging. Eisenbahnstrecke, also was weiß ich, wie lange das her ist. Schon einige Jahrzehnte. Das ist also mittlerweile eine Fahrradstraße. Dann geht sie so nach links und dann ist hier links, glaube ich, das Rathaus irgendwo. Und hier ist auch irgendwo die Ruhr in Realität, aber die ist nicht im Spiel, oder? Nee. Nee. Hier ist einfach gar nichts mehr. Aber man merkt, die Strecke ist alt. Ne? Das merkt man anhand dieser, ja, teilweise sehr kahlen Ausgestaltung der Szenerie. Aber okay. Na, das ist halt dem Alter der Strecke ein bisschen geschuldet. Okay, bisschen Leistung hoch. Was ist das? SIFA. Was haben wir hier? Rangiersteuerung. Frei. PZB. Und du bist? So, ab hier dürfen wir 130 fahren. Hier hinten auch schön, wie auch wirklich alles hier ausmodelliert ist, beschrieben ist. Funktioniert zwar alles nicht, aber gut, wir brauchen auch keinen Schalter für Steckdosen 220 Volt leuchtend Führertisch.
Okay, dann auf zu unserem letzten Halt heute, Duisburg Hauptbahnhof. Ab hier sind es 150. Das können wir auch direkt bei der AFP einstellen. Also mir gefällt das Szenario auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also nochmal ganz lieben Dank an Taskplace dafür, dass er das Szenario erstellt hat und auch die Mod mit den Portalen. Auf jeden Fall sehr wertvoll. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr da, wenn euch das anspricht, das auch einfach mal nachzuspielen. Wie gesagt, der Link zum Szenario ist in der Videobeschreibung. Da kommt noch mehr KI-Verkehr vorbei und Ankündigung auf 140. Haben wir jetzt erreicht. AFP runter und Leistung wieder ein bisschen hoch, weil wir in 3 Kilometer da sind. Wir sollen um 13:29 Uhr ankommen. Ich glaube, das kriegen wir hin. 140 gelten ab hier. Einmal über die A40. Das waren 100, die angekündigt sind. Und noch mehr KI-Verkehr, Wahnsinn. So, wir lassen natürlich einfach jetzt nur rollen. Da ist auch schon Duisburg Hauptbahnhof. So, wir sollten mal abbremsen. Bisschen sehr schnell in den Bahnhof reingefahren. Auch der Bahnhof wieder komplett gefüllt. Die fahren bis vorne durch zum Signal. Das Signal hier rechts ist auf weiß geschaltet. Das können wir also hoffentlich überfahren. Ja. Und halten hier vorne. Das D, das wird wohl für Düsseldorf stehen. Ich glaube, wir stehen auch das allererste Mal an diesem Signal hier vorne, weil sonst halten wir immer an diesem Zwergsignal hier, an dem da. Ja, cool. Gefällt mir. Gefällt mir, schönes Szenario. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel KI-Verkehr. Und ja, einfach toll, den ICE mal dort zu fahren, außerhalb von Kassel-Würzburg. Oder? Also.
Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und bedanke mich fürs Zusehen. Tschüssi.